Willkommen zum dritten Teil, in dem es um Geometrie, Algebra und Zahlentheorie gehen soll. Wir beginnen direkt mit einem Beispiel an der Schnittstelle von Algebra und Geometrie, Aufgabe 12 aus dem vierten Buch der neuen Bücher Arithmetischer Technik. Da geht es um die Ermittlung der Seitenlänge eines Quadrats mit der Fläche 55.225. Was dort eigentlich präsentiert wird, ist aber ein Verfahren, das geschickt die binomischen Formeln und die Dezimalzahldarstellung der Wurzel verwendet. Bei 55.225, da bekommen wir eine dreistellige Wurzel im Dezimalzahlsystem und das wird jetzt trickreich in der Lösung verwendet. Wir schauen uns das mal elektronisch gestützt an. Sie können in der interaktiven Version dieses Kapitels anschließend auch mit anderen Zahlenwerten durchprobieren. Ist hier so ein Applet unten drunter. Die Erklärung wird dabei immer dynamisch mit angepasst. Okay, dann wollen wir das mal ausprobieren für unsere Zahl, die wir uns gewählt hatten. Auf den Folien war das 55.225. Ja, okay. Dann schauen wir mal, wie dieses Verfahren abläuft. Zu ermitteln ist also die Seitenlänge eines Quadrats mit der Fläche 55.000 mal 225. Und jetzt sagen wir, die Seitenlänge ist dann sicher eine dreistellige Zahl. Also eine Zahl a, b, c in Ziffern gedacht oder eben 100 mal a plus 10 mal b plus c. Die können wir jetzt als ein Quadrat darstellen. Da schreiben wir auch 100 mal a ist die eine Länge, 10 mal b ist die zweite Länge, c ist die dritte Länge und das jetzt zum Quadrat hingeschrieben. Und jetzt können wir daraus schon ablesen, wie groß das a höchstens sein kann, weil 100 mal a Quadrat muss kleiner sein als 55.225, weil wir müssen ja hier hinten diese ganzen anderen Flächen da auch noch irgendwie unterbringen. Und da ist die einzige Möglichkeit die 1, das wäre ein bisschen wenig, oder die 2, dann sind wir bei 40.000, dann bleibt noch was über. Bei 3 wären wir ja schon bei 90.000. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, also jetzt haben wir hier diese Fläche und jetzt versuchen wir zu schauen, wie kriegen wir das mit dem B hin? So, also wie kriegen wir das mit dem B hin? Wir vernachlässigen mal ganz den gelben Haken und schauen uns wirklich nur diese zwei Rechtecke an. Das wird hier gemacht. Es wird gesagt, wenn ich von den 55.225 die 40.000 für das blaue Quadrat abziehe, dann muss da genug Platz bleiben, dass ich die zwei Rechtecke, die als Seitenlängen 100 mal a und 10 mal b habe, die zwei hier also, dass ich die noch unterbekomme. So, und wenn man das einsetzt da für das a und vorne das ausrechnet, bleibt eben stehen, 15.225 ist größer als 4.000 mal b. So, und jetzt kann man wieder ausprobieren, 4 wird sich nicht ausgehen, dann wären wir bei 16.000. Jetzt muss man gucken, geht sich das mit 3 aus? Wenn sich das mit 3 ausgehen soll, was man noch prüfen muss kurz, ist da eigentlich dann, wenn man 3 genommen hat, auch noch genug Platz für dieses 10 mal b zum Quadrat. Das muss da ja auch noch reingehen, nicht nur diese Flächen. In unserem Fall passt das aber und b gleich 3 stimmt. So, und jetzt kommt der dritte Schritt. Der dritte Schritt funktioniert eigentlich genauso. Wir wissen jetzt, dass a ist 2, also 100 mal 2, das b ist 3. Und jetzt probieren wir wieder aus, dass wir sagen, okay, wir ziehen halt die Sachen dementsprechend hier ab. Und was übrig bleiben soll, ja, das muss immer noch größer sein als 2 mal, und jetzt wieder hier die 100 mal a plus die 10 mal b, das ist diese Länge hier, mal die Länge c. Also wieder der Ansatz, ich muss da diese beiden Rechtecke noch irgendwie unterbekommen. So, das prüfen wir und dann kommen wir auf die Bestimmungsgleichung 2325 ist größer als 430 mal c. Ja, jetzt haben wir aber immer noch ein Problemchen. Weil 6 mal wird da nicht passen, da sind wir wieder drüber, also nehmen wir nur 5 mal. So, jetzt hätten wir als Zahlen erhalten 2, 3 und 5 und in unserem Fall geht sich das ganz glatt auf, also die 55.225, das war tatsächlich die Quadratzahl von 235. So, und wenn man jetzt nicht Quadratzahlen hätte, Sie können vielleicht selber in dem Applet einfach mal 55.220 ausprobieren, dann bekommt man einen Näherungswert heraus, da fehlt dann immer was, also es wird immer ein Stückchen zu klein sein und wir würden jetzt sagen, naja, ich könnte hier ja noch ein D dranhängen und einfach vor das D schreiben
ein Zehntel mal D und dann außen wieder so einen Haken drum machen und wieder genau dasselbe Spiel machen. Und dann würde tatsächlich ein Verfahren zum schriftlichen Wurzelziehen entstehen. Allerdings ist hier dann bei den Chinesen ist sozusagen hier abgebrochen worden und der Rest ist dann einfach als ein Bruch angegeben worden. Ein ganz analoges Verfahren gibt es dann auch noch für die Kubikwurzeln. Aber wir wechseln jetzt mal zu unserer anderen liebsten irrationalen Zahl, der Kreiszahl Pi. Hierzu liest man direkt im ersten Buch der neuen Bücher, dass ein rundes Feld mit einem Umfang 181 einen Durchmesser von 60 1/3 habe und dessen Fläche sei dann 2730 1/3. Im weiteren Verlauf des Werkes kann man dann noch 4 Regeln zur Flächenbestimmung finden. Ich karaoke die jetzt mal nicht, sondern wechsle an die virtuelle Tafel, um zu prüfen, welcher Wert für Pi hier eigentlich Verwendung findet und ob alle Formeln auch wirklich auf dasselbe hinauslaufen. Ein Feld hat einen Umfang von 181. Also sagen wir mal, 181 ist gleich Umfang. Vom Umfang wissen wir, dass der üblicherweise 2 Pi R hat. Gleichzeitig sei der Durchmesser dieses Feldes D ist gleich 60 1/3. Da können wir wohl sagen, dass R ist gleich 30 1/6 wäre. Und wenn wir damit jetzt wieder in unsere obrige Formel hereingehen, da habe ich allerdings eh wieder ein 2 stehen, das war jetzt nicht so sinnvoll, was ich da veranstaltet habe, habe ich also 181 ist gleich 2 mal Pi mal 30 1/6, beziehungsweise 181 ist gleich Pi mal 60 1/3. So, und wenn Sie jetzt mal scharf hinsehen, wenn wir sagen, Pi ist eine Konstante, die einen bestimmten Wert hat, dann wird sich das mit 3 ganz gut ausgehen. Ne? 3 mal 60 ist 180, 3 mal 1/3 ist 1, also kommt daraus, Pi ist gleich 3. Schauen wir mal, was die anderen Formeln machen. Die Hälfte des Umfangs, U halbe, mal die Hälfte des Durchmessers, mal D halbe, soll gleich sein die Fläche. Ja, schauen wir mal, ob wir das für vernünftig halten. Mit unserer Schreibweise würden wir sagen, der Umfang ist 2 Radius halbe mal der Durchmesser ist, was schreibe ich denn da? Der Umfang ist 2 Pi Radius halbe mal der Durchmesser ist 2 Radius halbe und, oh Wunders, bleibt da genau stehen, Pi mal R. Das halten wir wohl für eine sinnvolle Formel für die Fläche des Kreises. Das war die Regel 1. So, die Regel 2. Umfang und Durchmesser werden multipliziert. Umfang mal Durchmesser. Das Ergebnis wird durch 4 geteilt. Okay, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Das ist ja genau dieselbe Formel, die oben drüber steht, wie uns die Bruchrechnung sagt. Das halten wir also auch für vernünftig. Der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen. Der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen. D mal D. Multipliziere das Ergebnis mit 3 mal 3 und dividiere dann durch 4. Ja, da können wir jetzt sagen, aha, das ist ja unser Pi, also steht da d mal Pi, Viertel, und das läuft natürlich auf 2r mal 2r mal Pi, Viertel hinaus, oder anders gesagt auf r Quadrat, hier fehlt mir auch noch ein r Quadrat, natürlich, weil ich hier das r drin habe und da das r, also Pi r Quadrat wäre ganz gut, und hier kommt es dann auch selber raus, also r Quadrat mal Pi, kommt auch bei Variante 3 raus. So, jetzt noch Variante 4. Der Umfang wird mit sich selbst mal genommen. U mal U, dividiere das Ergebnis durch 12. So, und das können wir jetzt auch relativ leicht sehen. Wir haben ja hier unsere Einsetzung. Umfang ist 2 Pi R.
Also 2 mal 3 mal R durch 12. Und wenn wir das kürzen, steht da eben auch einfach wieder R Quadrat mal, jetzt muss ich kurz gucken, 2 mal R mal, so, das hier steht beides mal zum Quadrat da, also 2 Quadrat mal R Quadrat durch 12 ist R Quadrat, 2 Quadrat mal, 2 mal 4 mal 3, entschuldigen Sie, also 2 Quadrat ist 4 mal 3 ist 12 und dann bleibt noch ein Dreier übrig, also steht hier auch wieder R Quadrat mal 3 beziehungsweise R Quadrat mal Pi. Formeln sind also in der Tat alle gleichwertig, dass ich da so ein bisschen hin und her gewuselt habe, wäre in der Live-Vorlesung genauso gewesen. Das schneide ich mal gar nicht, da kommt das authentischer rüber. Im Kommentar von Liu Hu lässt sich dann noch ein besserer Wert für Pi finden. Beim Radius 10 sei die Fläche 314 plus 64/625. Und wenn man das nachrechnet, dann entspricht das einem auf immerhin 4 Nachkommastellen genau passenden Näherungswert für Pi. Und wo wir schon die ganzen Klassiker abklappern, auch diverse Siehe-Beweise zum Satz von Pythagoras sind den Chinesen schon zur Han-Zeit bekannt. Man kann sich nun streiten, ob es sich dabei um Beweise handelt. Hier ist das Argument etwa das folgende, im Buch selbst tauchen keine Variablen auf, sondern Zahlen. Lege ich 4 kongruente rechtwinklige Dreiecke an den Hypotenusen, so wie im Bild diese grauen zusammen, dann entsteht in der Mitte so ein Quadrat mit der Fläche c². Die weiße Fläche in der Mitte, die wird da jetzt mal mit berücksichtigt. Gebe ich jetzt noch 4 Dreiecke im Bild wie die weißen so außen herum, dann lande ich beim Quadrat, das hat die Seitenlänge a plus b, weil da ja immer beide Katheten aneinander kommen. Jetzt vergleich mal beide Flächen, dann muss ich nach Abziehen der 4 weißen Dreiecke, die zusammen ja genau 2 mal a mal b groß sind, wieder c² herausbekommen. Es ist also a in Klammern a plus b², das Außenquadrat, minus 2ab minus die 4 weißen Quadrate gleich c². Und nach Klammer auflösen vereinfacht sich das mit Hilfe der binomischen Formeln eben wieder zu a² plus b². Wie gesagt, das Argument wird eigentlich nicht mit Variablen, sondern mit konkreten Zahlenwerten geführt und Helmut Gericke hat noch einen weiteren Einwand. Es fehlt noch eine wichtige Voraussetzung. Legt man 4 solche Dreiecke so zusammen, dass die Hypotenusen ein Quadrat bilden, so bilden die 8 Katheten nicht ein Achteck, sondern ein Quadrat. So rechts sehen Sie das, wenn es nicht rechtwinklig ist, da kommt dann echt leider ein Achteck raus. Das heißt, je 2 Katheten bilden im 90-Grad-Fall eine Gerade. Es mag beim Spielen mit Dreiecken aus Holz eine vielleicht überraschende Entdeckung gewesen sein, aber von unserem modernen Standpunkt aus müsste es bewiesen werden, sagt der Gericke. Was Gericke anmahnt, ist die auch bei der Verwendung ähnlicher Siehe-Beweise in der Schule oft vernachlässigte Frage, welche Rolle hier eigentlich der rechte Winkel spielt. Der ist in der Tat aber ganz entscheidend, nur wenn das Dreieck rechtwinklig ist, ergeben der blaue und der rote Winkel zusammen mit dem rechten Winkel einen gestreckten Winkel. In allen anderen Fällen haben wir da gar keine Quadrate vor uns. Meine Bitte an Sie, machen Sie später im Unterricht gerne solche Legebeweise, aber enthalten Sie den Schülerinnen die Frage auch nicht vor, ob da auch wirklich Quadrate zusammenkommen. Das Argument, das man hier noch braucht, das ist eh nur die Winkelsumme im Dreieck. Also nicht so wirklich höhere Mathematik. In den neuen Büchern findet sich auch ein Verfahren, das wir heute erst in der Oberstufe unterrichten und für das Europa noch ein gute paar hundert Jahre warten muss, das Lösen linearer 3x3 Gleichungssysteme mit einem bestimmten Algorithmus. Unser Problem lautet jetzt hier, aus 3 Garben einer guten Ernte, 2 Garben einer mittelmäßigen Ernte und einer Garbe einer schlechten Ernte erhält man einen Ertrag von 39 Tohu. Aus 2 Garben einer guten Ernte, 3 Garben einer mittelmäßigen Ernte und einer Garbe einer schlechten Ernte erhält man 34 Tohu. Aus einer Garbe guter Ernte, 2 Garben mittelmäßiger Ernte und 3 Garben schlechter Ernte erhält man 26 Tohu. Die Frage ist jetzt, wie viel Ertrag hat je eine Garbe. Im Kontext lässt sich unschwer erahnen,
dass Tohu wohl eine Maßeinheit für Getreide ist. Schauen wir mal an der virtuellen Tafel, wie diese sogenannte Fang-Sheng-Methode, die in den neuen Büchern drin ist, dieses Problem eigentlich löst. Bei dieser Aufgabe folge ich mal ganz genau der Darstellung von Herrn Gericke. Der erläutert das ein bisschen, schreibt das aber im Wesentlichen so ähnlich auf, wie ja, man sagen würde, dass auch die Chinesen das ausgeschrieben hätten. Aus drei Gaben einer guten Ernte, zwei Gaben einer mittelmäßigen Ernte und einer Gabe einer schlechten Ernte erhält man den Ertrag von 39 Tau. Was Herr Gericke jetzt macht, er schreibt das so, wie das in den neuen Büchern ist, von rechts nach links und von oben nach unten. Also haben wir hier die drei Gaben einer guten Ernte, die zwei Gaben einer schlechten, mittleren Ernte, die eine Gabe und deren Ertrag die 39. So, das nennen wir hier mal den Block 1. Davor schreiben wir den Block 2 und den Block 3. Und um uns zu merken, was das ist, plus O und Minus für die Art der Ernten und darunter den Ertrag. So, was macht man jetzt? Also hier hat man das hingeschrieben, jetzt geht es mit dem zweiten weiter, auch wieder von oben nach unten. Zwei Gaben gute Ernte, drei Gaben mittlere Ernte, eine Gabe schlechte Ernte, ergibt 34 Tau. Und aus einer Gabe der guten Ernte, zwei Gaben der mittleren Ernte und drei Gaben der schlechten Ernte erhält man 26 Tau. Was man jetzt hier sieht, ist, wir würden das ein bisschen anders schreiben. Wir hätten so geschrieben, 3, 2, 1, 39, 2, 3, 1, 34 und 1, 2, 3, 26 und hätten das Ganze eine erweiterte Koeffizientenmatrix eines Gleichungssystems genannt. So. Jetzt kommt der Vorschlag, was zu tun ist. Immer multipliziere mit der Garbenzahl der guten Ernte der rechten Reihe. Das wäre hier der Dreier. Die Zahlen der mittleren Reihe. Das sind alle die, die hier stehen. Und nimm hintereinander die Reste. Naja, schauen wir mal, was das konkret bedeutet. So, also, was sagt der Herr Gericke? Wenn zwei Gaben plus gut plus drei Gaben mittel plus eine Gabe schlecht 34 Tau wert sind, so haben natürlich die dreifachen Mengen, also wenn ich das alles mit dreimal nehme, auch den dreifachen Wert, also 3 mal 34. Und das ist auch klar, dass man von diesem hier auch dann den dritten Block, der hier hinten steht, auch wieder abziehen darf. So, und das sollen wir jetzt machen. Gut, dann rechnen wir das mal nach. Brauchen ein bisschen mehr Platz jetzt. Hier so B3 können wir erstmal wieder hinschreiben. Da wird erstmal gar nichts mitgemacht. 1, 2, 3 und etwas abgesetzt, die 26 und wieder unser Plus 0, Minus. So, jetzt brauchen wir etwas mehr Platz für den Block 2. Da sollte ich jetzt nehmen 3 mal 2, also ich sollte das ja alles mit dieser Zahl hier mal nehmen. 3 mal 2 sollte ich nehmen, 2. Und jetzt sollte ich etwas davon abziehen. Und das ist, was ich jetzt auch mache, ich nehme das hier, dieses hier, die 2 und nehme hier das mit mal. Weil die Idee ist natürlich, dass ich hier was unterdrücken will. Also minus 2 mal 3. Oh, so, und da kommt offensichtlich 0 raus. Sollte auch so sein, sonst hätten wir irgendwas falsch gemacht. Und hier hinten haben wir für unseren Block 3, beziehungsweise bei uns heißt der Block 1, haben wir noch die 3, 2, 1 und die 39 über. So, und jetzt machen wir das weiter. Also 3 mal 3, 3 mal 3, minus 2 mal 2 mal 2, 3 mal 3 ist 9, minus 2 mal 2 ist gleich 5. Und hier hätten wir jetzt noch stehen 3 mal 1 minus 2 mal 1 ist gleich 1. Also jetzt ist unser neues Gleichungssystem, was daraus entstanden ist. Und so steht dann eben auch die
Tabelle in diesen neuen Büchern drin, ist jetzt 1, 0, 3, 2, 5, 2 und 3, 1, 1. Und hier unten, das habe ich auch noch nicht ausgerechnet, das ist 3 mal 34 minus 2 mal 39. 3 hin, einen im Sinn, da kommt genau 24 raus. So, also 26, 24, 39. So, jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Weiterhin multipliziere die nächste Zahl und nimm hintereinander die Reste, jedoch darf in der mittleren Reihe das mittelmäßige Getreide nicht verschwinden. Ja, was muss ich jetzt machen? In der mittelmäßigen Reihe darf das mittlere nicht verschwinden. Es geht einfach genauso wieder weiter. Ne? Ich werde jetzt hier hingehen und als nächsten Schritt, den ich Ihnen noch zeigen werde, werde ich sagen, oder den Anfang zumindest, werde ich sagen, naja, jetzt mache ich halt dasselbe wieder hier hinten für diese Zeile mit der Dreierzeile. Also mache ich das genauso. Da brauche ich nur minus 1 mal nehmen. Also steht hier 3 mal 1 minus 1 mal 3 ist gleich 0. Hier steht 3 mal 2 minus 1 mal 2 ist gleich 2 mal 2 ist gleich 4. Bleibt da stehen im zweiten Schritt. Und dann habe ich hier stehen 6 mal 3 minus 1 mal 1 ist gleich schon spät am Abend 9, 8. So, 8, 0 und dann muss ich hier unten das natürlich auch noch machen und Sie sehen, worauf das hinausläuft. Ich brauche da gar nicht Ihnen weiter was erzählen, rechne das jetzt auch nicht zu Ende. Was hier weiter passiert, ist genau das Gauss-Jordan-Verfahren. Also man unterdrückt das weiter und am Ende von der ganzen Geschichte landet dann irgendwann einfach der Herr Gericke, beziehungsweise landen die neuen Bücher der arithmetischen Technik bei dieser Darstellung hier. 3, 2, 1 und 99 24, 39 und aus der hier können Sie jetzt, da haben Sie halt die Dreiecksmatrix stehen, die Lösung ablesen. Bemerkenswert ist, hält Herr Gericke fest, Systeme linearer Gleiche kommen in allen Kulturen vor, aber allgemeine, auf jedes beliebige Gleichungssystem anwendbare Verfahren sind nur von den Chinesen und den Indern angegeben worden, bei Diophant, bei den Arabern. Und im Mittelalter im Abendland werden nur spezielle Lösungen für Gleichungen mit speziellen Werten der Koeffizienten vorgeführt. Ich habe jetzt das Verfahren nicht ganz zu Ende geführt, aber es ist genau das Gauss-Verfahren. Ne? Es ändert sich nichts, es bringt jetzt nichts, wenn ich das komplett fertig rechne. Dafür ist einfach auch heute schon zu spät. Da machen wir mal Schluss. Neben diesem, dem Gauss-Jordan-Verfahren, Äquivalentenverfahren, finden wir auch interessante Näherungsverfahren für nichtlineare Gleichungen in den neuen Büchern. Problem 12 in Buch 7 handelt von zwei Ratten, die sich von verschiedenen Seiten durch eine 5 Fuß dicke Wand graben. Große Ratte macht am ersten Tag 1 Fuß, die kleine ebenfalls, aber die große Ratte macht jetzt an jedem Tag das Doppelte vom Vortag und die kleine Ratte macht immer nur die Hälfte der Leistung vom Vortag. Gefragt ist dann, wann sich die Ratten begegnen werden und wie viele beide dann am Weg so zurückgelegt haben. Wir bestimmen das zunächst einmal händisch, das ganzzahlige Intervall, in dem das liegt, da fangen wir mit an. Und dann lassen wir uns vom GeoGebra so etwas auf die Sprünge helfen, um zu verstehen, was der chinesische Näherungswert geometrisch eigentlich bedeutet. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie sich diese Ratten hier bewegen. Tageweise. Tag 1, Ratte 1, das ist die große, Ratte 2, das ist die kleine. Dann
den Weg, den sie zurückgelegt haben und den Weg, den sie eigentlich zurücklegen sollten, der ist 5. So. Am Tag 1 geht die Ratte 1, 1, geht die Ratte 1, 1, sind die hier Weg 2 gegangen. Der Soll ist 5 und die Differenz ist dann offensichtlich minus 3. Sind also noch 3 voneinander entfernt. Am Tag 2 läuft die Ratte hier 2, sind wir hier bei 3 und die Ratte läuft 1,5, also sind wir hier bei 1,5, ist der Weg, den sie zurückgelegt haben, 4,5. Ist der Soll immer noch 5 und ist die Differenz minus 1,5. Das war der Tag 2. Am Tag 3, ja, da schießt die Ratte 1 schon durch die Wand durch. Die geht jetzt nämlich 4, das Doppelte vom Vortag. Also ist die hier schon bei 7, wohingegen die Ratte 2 immer noch bei 1 und, ja, hier kommt ein Viertel dazu, 3 Viertel ist. Die sind also 8 3 Viertel gelaufen, Soll ist 5. Also sind wir hier eigentlich schon plus 3, 3 Viertel. Die 3, 3 Viertel schreibe ich auch nochmal anders hin. 3 mal 4 ist 12 plus 3 mal 4 ist 12 plus 3 ist 15 Viertel. Und um das zum Vergleich leichter zu machen, schreibe ich hier auch mal minus 2 Viertel. So, und jetzt kommt die clevere Idee, wie wir den Tag eigentlich aufteilen sollen. Die sind an diesem Tag insgesamt... Also insgesamt sind zurückgelegt worden 17 Viertel, ja, aber man hätte eigentlich nur 2 Viertel davon zurücklegen müssen. 2 Viertel. 2 Viertel zu 17 Viertel ist sozusagen die Strecke. Die 2 Viertel werden noch gebraucht, die 17 Viertel nicht. Und jetzt ist der Vorschlag, der in der chinesischen Lösung kommt, naja, dann teilen wir auch den Tag so auf. Wir teilen den Tag genau in so viele Einheiten auf, wie die hier gelaufen sind, nämlich 17, also wir teilen den Tag in 17 gleichmäßige Teile und 2 Teile davon, die nehmen wir, das wird dann reichen. Also unsere Lösung ist 2 Siebzehntel mal 24 Stunden, das ist die Zeit, die da benötigt wird. So, und jetzt schauen wir uns mal in GeoGebra an, was das eigentlich geometrisch bedeutet. Hier ist das jetzt, unsere Wand, die liegt mal quer. Hier ist die Ratte 1, da ist die Ratte 2. Jetzt bewege ich die mal einen Tag. So, nach einem Tag haben die sich beide einen Meter weiter nach innen gegraben. Nach 2 Tagen hat die zweite Ratte dann noch 2 Meter dazugelegt, beziehungsweise die erste Ratte ist das in diesem Beispiel. Und die zweite Ratte, die hat halt eben nur noch einen halben dazugelegt. Und jetzt geht das immer so weiter. Ich kann hier noch mal ein bisschen weitergehen. So sehen Sie, da schwupp ist die Ratte 1 schon durch die Wand durch nach 3 Tagen. Und die Ratte 2, die kommt gar nicht auf die andere Seite durch, weil die bewegen sich beide auf so Exponentialfunktionsästen. So, wie kommt jetzt diese Näherung zustande, die wir da finden in dem chinesischen Text? Dazu schalte ich mal die Interpolation ein, die da drin ist. Moment, ich gehe mal wieder hier hin. Jetzt sind wir einerseits bei 2 Tagen. Da besteht noch ein gewisser Abstand, sie haben sich noch nicht getroffen. Was fehlt da noch? Schauen wir mal nach. Hier unten habe ich das nochmal hingeschrieben. 2 Viertelfüße, also ein halber Viertelfuß, sind die noch voneinander entfernt. Und jetzt gehe ich mal auf 3 Tage. Jetzt muss ich ja wieder ein bisschen zurückscrollen. Das habe ich schlecht gemacht. So, da sind die jetzt 15 Viertelfüße voneinander entfernt. Und jetzt sagt die chinesische Lösung, naja, wenn das hier im Verhältnis 2 zu 15 steht, dann ist der Treffpunkt der Ratten auch da, wo das im Verhältnis 2 zu 15 geteilt wird. Also nochmal, wenn die Entfernung sich verhält vom zweiten Tag zum dritten Tag wie 2 zu 15, da muss man auch diesen dritten Tag in 17 gleich große Teile aufteilen, 2 Teile davon nehmen und da wird dann der Punkt sein, wo die beiden sich treffen. So, und wenn man das mal reinzeichnet, ich habe das hier durch diese geraden Stücke hereingezeichnet, dann sieht man, das ist im Prinzip genau die lineare Interpolation zwischen diesen beiden Stellen. Kommen wir abschließend noch zu ein paar diophantischen Gleichungen im engeren Sinne, denn auch diese Gleichungen mit ganzzahligen Lösungen waren im alten China nicht unbekannt. Ein dann später noch von Abu Kamil, also im islamischen Raum behandeltes Problem, lautet, für 100 Drachmen soll man 100 Vögel kaufen, Enten, Sperlinge und Hühner,
Eine Ente kostet 5 Drachmen, 20 Sperlinge 1 Drachme und ein Huhn kostet 1 Drachme. Also frisch ans Werk, virtuelle Tafel her. Okay, wir teilen das jetzt auf nach Kosten und nach Anzahlen. Also sagen wir mal x Anzahl der Enten. Dann folgt daraus 5x Kosten für Enten. Und y ist die Anzahl der Sperlinge. Dann folgt daraus 20 Sperlinge, 1 Drachme, also 1/20 y sind die Kosten für Sperlinge. So, dritte Variable führen wir nicht ein, weil wir sagen einfach, aha, 100 Vögel, also 100 minus x minus y ist dann Anzahl der Hühner. Und umgekehrt habe ich 100 Drachmen, von denen muss ich 100 minus 5x minus 1 durch 20y abziehen. Dann habe ich die Kosten für die Hühner. Ha, aber da ein Huhn eine Drachme kostet, kann ich die beiden Gleichungen gleichsetzen. Also 100 minus x minus y ergibt genau dasselbe wie 100 minus 5x minus 1/20 y. Das ist praktisch, weil die 100 kann ich mir schon mal gleich sparen. Bleibt also nur noch stehen, minus x minus y ist gleich minus 5x minus 1/20 y. Bringe ich vielleicht mal das y rüber, plus y und bringe die plus 5x auch rüber. Dann habe ich hier stehen, 4x wäre dann immerhin noch 19/20, wenn ich mich nicht ganz irre, y. Okay, dann dividiere ich das noch durch 4. Dann steht da, x ist gleich 19/80 y. Ja, oder umgekehrt könnte ich das natürlich auch schreiben, umgeformt nach y ist gleich 80/19 x. Ja, gut, jetzt überlege ich mal. Wenn ich habe y ist gleich 80/19 x. Y muss ja eine ganze Zahl sein, also muss x irgendwas sein, das durch 19 geteilt ist. Dann probieren wir mal 19 aus, ob sich das ausgeht. Dann hätte ich nämlich 80 von meinen Sperlingen und dann hätte ich genau 80 Sperlinge. 19 hatte ich gesagt, war das x, also 19 hätte ich von meinen Enten. So, da bin ich bei 99 Vögel, da bleibt nur ein Huhn über, was ich verwenden kann. Ja, das haut hin, dann habe ich 100. Dann gucken wir mal, ob das von den Preisen auch hinhört. 80 geteilt durch 20 sind schon mal 4 Drachmen, die uns verschwinden für unsere Sperlinge. Dann haben wir noch über 96, davon ziehen wir ab 5 mal 19, 5 mal 19 ist 95 und da bleibt uns noch genau einer fürs Huhn übrig. Mit dem letzten Problem kommen wir nun auch noch zu dem, was man simultane Kongruenzen heute nennt. Wir haben eine Anzahl von Gegenständen, wissen aber nicht genau wie viele. Zählen wir sie in Dreierbündeln ab, so erhalten wir 2 übrig. Zählen wir sie in Fünferbündeln ab, so behalten wir 3 übrig. Zählen wir sie in Siebenerbündeln ab, so behalten wir 2 übrig. Wie viele Gegenstände haben wir gezählt? Solche Probleme führen auf den chinesischen Restsatz, dessen Benennung dann wirklich mal auf die älteste bekannte Quelle zurückreicht, nicht genau die hier. Ich werde den hier jetzt nicht vertiefen, den kennen Sie ja hoffentlich aus der elementaren Zahlentheorie. Auch bereits im 13. Jahrhundert war bekannt, was heute das
Pascalsche Dreieck heißt. Pascal lebte allerdings erst im 17. Jahrhundert, also knapp 400 Jahre später. Überhaupt darf man davon ausgehen, dass die europäische Mathematik der Mathematik des chinesischen goldenen Zeitalters weit hinterherhinkte. Wo in Europa noch weitgehend das Licht aus war, weil finsteres Mittelalter, ließen die chinesischen MathematikerInnen wohl auch durch Kontakte mit persischen AstronomInnen und durchaus unterstützt durch die mongolischen Herrscher auf einige Dinge sich ein, wie etwa geometrische Reihen und sphärische Trigonometrie, die wir in Europa erst 300, 400, 500 Jahre später in dieser Form überhaupt finden können. Damit wollen wir es auch einmal bewenden lassen und Sie dürfen neuerlich Schnitzel jagen.